Jo Leute, herzlich willkommen zum neuen Video und wie ihr in der Beschreibung schon seht, ich mache diese Serie zu Huntelaar und die blaue Karte von ihm, da ich finde, er ist ein guter Spieler, er kommt aus der Bundesliga und hat es sich einfach verdient, dass man ihn kauft und ja, er kostet um die 230.000 Münzen auf der PlayStation, auf der Xbox glaube ich unter 200.000, auf jeden Fall bin ich auf der PS3 und deshalb werde ich auch auf der PS3 traden. So, ja, ich hatte um die 2600 Münzen und habe dann gleich mal wieder diese Silbervariante ausprobiert. Habe mir zum Beispiel Fährmann, Diekmeyer, dann einen Franzosen und dann auch einen Norweger aus der Barclays Premier League gekauft und sie auf den Tauschstapel gestellt und gehofft, sie für mehr zu verkaufen. Das Problem war, dass ich zu dem Zeitpunkt eher so auf mein eigenes Gefühl gehört habe. Und das war ein kleiner Nachteil, weil oftmals sind die Spieler nicht für das weggegangen, was ich mir erhofft hatte. Statt 1.500 wie bei Diekmeyer für viel weniger. Und dann ist man schon leicht enttäuscht. Aber beim nächsten Mal seht ihr dann, dass es eigentlich besser geklappt hat, weil ich dann auch mit der Ultimate Database gehandelt habe. Und das war dann eigentlich ganz gut. Und ja, 406 Münzen waren übrig. Da wollte ich jetzt nicht noch einen Spieler kaufen. Und dann sind diese ganzen Spiele wieder verkauft gewesen. Hatte ich schon 3.900 Münzen. Dieser Spieler, den habe ich ja für 350 gekauft und auch nur für 400 wegbekommen. Fährmann, ein ganz guter Transfer, auch für einiges weggegangen. Diekmeyer, nicht so viel Profit. Hier, der habe ich ungefähr 200 Münzen Profit gemacht. Oder 100, ich weiß es nicht genau. Messbar habe ich mir auch mehr erwartet. Von diesem Innenverteidiger eigentlich auch und von dem aus der Barclays Premier League auch. Aber man konnte nichts machen. Dann habe ich einfach mal diese Gold-Variante mit dem 650er Münzen ausgeben, ausprobiert. Habe dann Rosicki, Khedira, Renato Augusto, Felipe Santana von Dortmund. Dann habe ich mir diesen Innenverteidiger von Frankreich gekauft. Ich weiß nicht, wie der heißt. Und Dempsey auch noch in der Aufstellung 4-4-2. Und ihr seht, wie ich sie wieder draufgestellt habe. Also am Anfang mache ich jetzt erstmal diese Methoden mit dem Silber bis zu 400 Münzen drauf bieten und mit der Gold-Variante bis zu ja, 600 Münzen und Mindestpreis und 650 Münzen Höchstpreis. Dann suche ich erstmal die ganzen Spieler, die es so gibt. Und wenn da keine guten sind, dann gehe ich auf die einzelnen Formationen. Aber zu diesem Video habe ich ja schon mal ein Tutorial gemacht. Vielleicht setze ich es euch in die Beschreibung, wenn ich es nicht gleich, wenn ich es nicht gerade vergesse. Ja, und dann habe ich die ganzen Spiele wieder reingestellt. Zu dem Zeitpunkt hatte ich 22 Münzen, also habe alles ausgegeben, was ich nur konnte. Und die Spiele waren eigentlich auch wieder alle recht schnell verkauft. Am nächsten Tag in der Früh habe ich dann wieder drauf geschaut und hatte schon 5.500 Münzen. Ein recht gutes Budget. Eigentlich wollte ich mich dazu damit zufrieden geben, aber dachte mir, mit 5.500 Münzen in die dritte Folge zu gehen, ist ein bisschen schlecht. Und dann habe ich mir gedacht, komm, mache ich das nochmal. Und dann habe ich wieder zwei Silberspieler gekauft. Son, eine 5-2-1-2 Aufstellung für 400 Münzen, nicht schlecht. Dann hier den Innenverteidiger für 500 Münzen, war ein richtiges Schnäppchen eigentlich. Und hier die ganzen Goldspieler, wieder diese Standardspieler, die für einiges weggehen, bei denen man immer so 300, 400, 500 Münzen Profit macht. Und so tradet man eigentlich immer am Anfang. So habe ich das schon immer gemacht. Jetzt halt dieses Mal, dann habe ich einen neuen Account gehabt. Dann habe ich das da auch so gemacht. Und damit wird man schneller mehr Münzen bekommen. Und auch mit den Spielern, mit denen man nicht denkt, dass man viel Profit machen kann, ist es meistens so, dass man schnell überrascht sein wird, dass alle weggehen. Und ja, ich habe die einfach reingestellt für ein bisschen was, über 12 Stunden wieder. Und bis vor gerade eben, bis vor 20 Minuten oder so, ist Son noch auf dem Markt gewesen. Er ist einfach nicht weggegangen. Ich war so verzweifelt. Und er ist schlussendlich dann für 300 Münzen also verkauft worden. Was ich etwas schade fand, weil mich die Database so richtig verarscht hat. Weil sie haben gesagt, der geht für 1.500 Münzen weg. Im Endeffekt für 300 Münzen ist schon recht wenig. Aber mei, dafür habe ich bei den anderen Spielern eigentlich immer Profit gemacht. Mein Ziel war eigentlich so, ja, 10.000 Münzen in der zweiten Folge zu haben. Das seht ihr dann gleich, wie viele ich bekommen habe.
jeden Fall werde ich diese Methode höchstwahrscheinlich in der nächsten Folge wieder machen. Jedoch versuche ich sie auf dem, also auf der PlayStation direkt zu machen mit dem HDPVR. Ich hoffe, dass es bis dahin wieder funktioniert. Und ja, dann ist es auch viel übersichtlicher und viel besser für mich auch, weil die Qualität auch besser ist, weil das ist jetzt nicht so überragend. Ja, da habe ich die alle wieder draufgestellt. Hier nochmal den Linksverteidiger vom Meister aus der Liga A. Okay, die ganzen Spieler waren verkauft. 8500 Münzen hatte ich noch, also habe ich jetzt, und das ist ein richtig gutes Budget. Also es ist nicht überragend, aber auch nicht schlecht. Auf jeden Fall war es das mit dieser Folge. Ihr könnt dem Video gerne ein Like geben, damit ich euren Support sehe. Und für die nächste Folge werde ich mich wieder reinhängen. Es dauert ein bisschen, diese Videos zu machen, aber egal. Am Freitag wird wahrscheinlich, oder am Samstag wird ein Live-Commentary rauskommen. Aber lasst euch überraschen. Bis dann. Servus.